Willkommen zurück zu Gato Roboto! Heute werden wir ein bisschen erkunden mit dem Kaffeefleck. Ja, man muss dazu sagen, zu den neuen Planeten, die wir jetzt haben. Wir hatten ja Rinde und Steuerbord die letzten paar Folgen, aber Kaffeefleck und Hafen sehen sehr ähnlich aus. Ich hatte da gerade offscreen ein paar Probleme, das alles zu unterscheiden. Musste gerade extra die alten Folgen nochmal nachschauen. Irgendwas heißt alte Folgen, letzten Folge auf jeden Fall. So, und wir können hier runter. Nur, was bringt es uns? Es ist anscheinend nur eine Abkürzung. Mehr ist es nicht. Okay. Falls man hier irgendwas vergessen hat, schätze ich. Aber hier gibt es nichts. Also keine Ahnung, warum es diese Abkürzung gibt. Okay. So, aber in der letzten Folge haben wir ein paar Lags gehabt. Also wie jetzt? Nein, das hatten wir nicht. Das ist jetzt neu. Neues Feature. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt vorhatte, ein bisschen hier zu erkunden, denn es gibt hier ein paar Orte, an denen wir noch nicht waren. Das wäre zum Beispiel hier unten rechts. Oh Gott, irgendwie, ich weiß nicht wieso, es ist gerade ein bisschen laggy, tut mir leid dafür. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh Gott, da kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. Das ist neu. Genau, hier ist so eine Verknüpfung zu irgendwas. Und das ist alles neu. Aber gut. Ich stelle mich jetzt gerade nicht sehr toll an. Am besten kriege ich noch irgendwo ein Safe, damit ich mich heilen kann. Und dann schalten wir was Neues frei. Kiki hat ein Phasenschubmodul erhalten. Kiki, du hast das Phasenschubmodul. Drücke R, um es einzusetzen. Zische an Hindernissen vorbei und rausche durch Barrieren hindurch. Damit wirst du zur Flitzkatze. Flitzekatze. Miau! Ende das! Okay. Oh, das sieht wie bei Cuphead. Okay, das ist cool. Anscheinend müssen wir hier sogar hin für dieses Power-Up. Denn wie ihr seht, manche Lava-Fontänen gehen einfach nicht weg. Und jetzt können wir hier durch. Falsche Taste. Muss ich noch dran gewöhnen, dass ich die R drücken muss. Cool. Gott, ich kann es aber nicht. Na, ich muss immer aufpassen. Oh, hier ist ein Bosskampf. Na, was heißt Bosskampf? Wie gesagt, ein paar Enemies wollen uns als Leder, als Fell, besser gesagt. Und auch wenn es nur wieder mal laggt, sollte uns das nicht daran hindern, diese Gegner zu besiegen. Wow. Du triffst uns nicht. Yeah. Okay, hier links ist irgendwas Besonderes. Hier geht's ziemlich lang. Da oben rechts gibt's was, da Mitte rechts gibt's was, unten gibt's noch was. Also da müssen wir auch noch vorbeischauen, vielleicht sogar in dieser Folge. Wer braucht schon Parcours, wenn man einfach den hier machen kann? Ich brauche keine Gegner besiegen. Ich weiche den einfach aus. Okay, das sieht ein bisschen schwieriger aus. Aua, 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 aua. Ich brauche nochmal einen Safe. Ah, okay. Ich dachte mir schon, da musst du bestimmt erstmal springen und dann den Dash einsetzen. Ja, genauso so ist es auch geplant. Okay, hier rechts. Man konnte nach rechts. Man konnte hier irgendwo nach rechts. Oh, will ich jetzt zurückgehen und gucken? Ja, eigentlich möchte ich schon, aber wo ging es denn da weiter? Aua! Und was habe ich denn jetzt getroffen? Na, wie auch immer. Nee, ich glaube, das war Zeitverschwendung. Ich glaube, hier ist nichts. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder fast tot. Kann ich mich noch mal irgendwo heilen? Ich glaube nicht. Ja, ja, man kann da oben lang. Schön und gut zu wissen, aber wie komme ich da nach oben? Von hier aus steht in der Karte, aber hier gibt es nichts zu tun. Ich komme hier irgendwie nicht hoch. Vielleicht fehlt uns da noch irgendwas. Das weiß ich jetzt nicht. Kann gut sein. Na dann, wenn es so ist, müssen wir uns hier erkunden. Und warum höre ich entspannte Musik? Das sieht mir nicht nach einem entspannten Ort aus. Oh doch, da unten. Yeah! Ein Safe Point. Jetzt sind wir wieder voll auf 9 Energiepunkte. Darunter könnten wir aber... Hier ist erstmal ein Bosskampf. Psst. Hier unten.
Miau. Wer ist da? Bitte Namen und Rang angeben. Pick, pick, pick. So. Im Ernst? Noch eine Ratte? Hier geht etwas sehr Seltsames vor. Genug, du weißt, was du zu tun hast, Kiki. Ja, wir besiegen diese Ratte. Bam. Wow, hey, 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 hey. Was ist denn da vor? Oh Gott, er will uns einheizen. Wow. Wow. Oh. Nein, ich kann nichts machen. Bin hier gefangen. Ah, ich soll wahrscheinlich June die ganze Zeit besitzen, ne? Okay, ich bin auf jeden Fall tot. Ja, ich hab's nicht verstanden. Ich soll den hier ein bisschen spammen. Ja, ich hab mich jetzt extra umgebracht. Ich soll wahrscheinlich den hier. Moment. Den hier ein bisschen spammen. Let's go! Bam. Bam. Genau. Let's zack. Wow. Ha. Kriegst mich nicht. Okay. Was passiert jetzt? Neue Phase. Aua. 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 Ich kann nichts machen. Wow. Nein. Das darfst du nicht. Verdammt. Okay. Kein so schöner Kampf für mich gerade. Ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Irgendwas mache ich da anscheinend falsch. Aber was? Wow! Ja, was ist das denn hier für eine Attacke? Ach, ich soll hier nach unten! Okay, jetzt kann ich ihn angreifen. Aber... ja. Hab zwar bis dorthin geschafft, nur ging mir dann meine Leben aus. Das bedeutet, ich muss so lange überleben, bis die Plattform unten offen gehen. Hab ich gar nicht gemerkt. Was war das denn? Aua! Das ist das Problem. Lass mich die ganze Zeit treffen. Das darf ich nicht zulassen. Okay, noch ist die Lava da. Mhm. Bam. Jetzt macht er nochmal seine Flammenattacke. Genau. Bam. Bam. Nein, nicht getroffen. Aua. Die anderen Flammen habe ich nur noch getroffen. Oh Gott, ich stelle mich echt nicht gut an. Mensch, wie lange hält denn diese Lava da unten an? Oh Gott. Ja, wegen der Steuerung komme ich jetzt nicht gerade nicht so gut klar. Jetzt geht die Lava weg. Jetzt komme ich runter zu ihm. Wow, du musst zurückdashen. Was hat er vor? Was hat er vor? Den Lag will er ausnutzen. Hat er auch gut geschafft. Oh nein. Oh no. Nein. Okay, jetzt habe ich ein bisschen nochmal gemacht. Ein paar Male versucht. Und jetzt, glaube ich, weiß ich, was zu tun ist. Also am Anfang kannst du ihm nicht viel Schaden zufügen. Dann macht er den Flammenwurf und dann macht er die Bombe. Dashen wir rüber, greifen wir zweimal an mit den Raketen und machen das gleiche weiter und weiter. Verdammt, das hat mich treffen lassen, das wollte ich nicht. Manchmal liegt es halt an der Steuerung. Ich komme mit der Steuerung manchmal nicht so gut klar. Hier bin ich mir nicht sicher, ob man ihm schaden kann, während er das macht. Ist auf jeden Fall ein bisschen risky. Verdammt, ich treffe ihn nicht immer. So, aber es ist besser, dass man sicher ist, als dass man sich die ganze Zeit, so wie ich jetzt gerade, treffen lässt. Ich muss halt in der Luft nach unten drücken und dann auch noch gleich ausweichen. So, das hier ist natürlich dann Phase 2. Er zieht die ganze Lava runter. Und jetzt können wir ihn oben verletzen. Na gut, nicht wenn er das hier macht. Das ist dann ein bisschen schwer, ihn zu erreichen. Zack! Oh, natürlich klappt es dann nicht, wenn ich zeigen möchte. Aber jetzt haben wir 5 Leben, eigentlich haben wir schon gewonnen. Sage ich natürlich. Okay, das ist Vorführeffekt. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Ja, jetzt hat's geklappt. Das hat vorher die ganze Zeit geklappt. Und jetzt, wo ich es versuche zu zeigen, natürlich nicht. Ja, es klappt. Man muss ganz weit vorne stehen und sich nicht ständig treffen lassen. Es ist nicht schwer. Erste Phase ist vielleicht ein bisschen nervig und anstrengend, aber wenn man hier ist, hat man es eigentlich schon hinter sich. Zumindest, wenn man genug Leben hat und ist
nicht vergeigt mit dem Rüberdashen. So wie ich vorhin. Soll ich aufpassen? Und jetzt ist er schon fast tot. Wir kriegen das hin. Bam, bam. Wow, das war heftig. Ist bei dir alles in Ordnung, Kiki? Oh Gott. Kiki, du glühst ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Um das komplette Gebiet zu kühlen, musst du einfach nur die Heizrohre im nächsten Raum zerstören. Miau. Juhu. Warum sind wir hier gefangen? Oh oh. Die Dinger zerstören? Okay. Nichts leichter als das. Hab ich recht? Wow. Gott, ist es euch auch so heiß hier? Okay, es ist vorbei. Oh, das hat anscheinend funktioniert, Kiki. Das Gebiet sollte jetzt angenehm kühl sein. Jetzt kannst du den Mac gefahrenes verlassen. Wir bringen dich jetzt zurück zum Nexus, damit du die Mission fortsetzen kannst. Yay! Cool it! Yay! Und da muss das Spiel ein bisschen laggen. Aber wir kriegen als Belohnung ein Kühlmittelmodul. Kiki, du hast das Kühlmittel. Jetzt kannst du 3 Raketen abfeuern, bevor du überhitzt. Yeah! Ende und aus! Bam! 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 Jetzt können wir 3 schießen. Hätte ich beim Boss sehr gut gebrauchen können. Danke, Spiel. Okay, Moment, da kann ich doch bestimmt. Das ignorieren wir mal. Da kann ich doch bestimmt jetzt hochklettern, oder? Würde ich gerne sagen. Aber dann komme ich hier nicht. Wahrscheinlich ist das ein Bonus für später, oder? Okay, falls ich dran denke, muss ich es holen. Wie gesagt, ich würde gerne 100% machen, wenn es klappt. Oh, was ist denn hier unten? Ist hier irgendwas? Oder ist das einfach nur hier so da, um da zu sein? Okay, ich glaube, das zweite ist dran. Ja, genau, hier ist auch noch ein bisschen was. Alles klar. Speichern wir ab. Und erkunden uns hier unten weiter. Denn hier geht's auch lang. Und hier gibt's anscheinend neue Gegner. Oh, nein, die kennen wir schon. Ah, hab ich nur vergessen. Ey, ihr seid frei. Bam. Not so bad after all. Die sind ja schon ziemlich hilfreich, würde ich sagen. Wow. Irgendwie. Jetzt sind sie nicht mehr so hilfreich. Jetzt würde ich sie gerne loswerden. Wow. Bam. Dieser eine Block hier nervt mich. Oh no. Okay, das ist kein schöner Ort, um zu verweilen. Wow. Bam. Bam. Achso, stimmt. Man kann ja nur angreifen, während die gedashed sind. Ja. Genau. Zack. Zack. Verdammt, ich treffe die nicht. Okay, lassen wir sie einfach sein. Oh, hier ist ein Safe. Und ein Bett. Kann Kitty da schlafen? Nö. Okay, warum ist hier ein Bett? Oh, warum nicht? Okay, wo sind wir jetzt? Aha. Hier rechts würde ich gerne lang. Denn hier ist ein Upgrade. Ein Energy Kit. 10 Lebenspunkte nun. Yeah. Ja, die hätte ich auch beim Boss gebrauchen können. Passiert. Aua. Weg hier. Vor uns nochmal sieht. Wow, 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 wow. Er hat uns gesehen. Hey, 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 hey. Hallo. So, ausgetrickst. Ha. Okay. Nach oben können wir noch nicht hin. An den Seiten gibt es doch ein paar leere Räume. Die könnten wir doch in dieser Folge kurz abchecken, bevor wir dann zum Roboter gehen in der nächsten Folge. Hier lang geht's, ne? Wo bin ich denn gerade? Ach, da bin ich gerade. Ha, hallo. Ich mag diese Räume. Diese Räume ist ja schön. Aber dann kommen wir da nicht runter. Von der anderen Seite kommen wir jetzt schon runter. Ich
weiß nicht, ob wir da noch was machen können. Aber für den Rest der Folge können wir es einfach kurz mal ausprobieren. Oh. Falsch abgebogen. Hier können wir nicht so lang. Oder? Können wir hier lang? Ist hier nicht ein Safe? Doch, da oben ist ein Safe. Ich kann mein Mac wiederholen. Aber hier sind Gegner. Dann darf ich jetzt halt nicht sterben. Wow. Kiki, nicht sterben, habe ich gesagt. Oh, nein, das geht nicht. Tja, dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Okay. So, jetzt sind wir hier. Und hier können wir nur nach unten. Richtig? Hier geht's irgendwo noch nach unten lang. Ja, hier. Na, sieh mal einer an. Kiki, was hast du da gefunden, schönes? Bestimmt ein Upgrade. Hab ich recht? Ja, yeah, eine Kassette. Du hast die Palette Virtual Cat freigeschaltet. Wechsel in dein Menü, um sie auszuprobieren. Oh nein, der Virtual Boy. Ich Virtual Cat mich natürlich. Ende und aus. Ja, den werden wir übernächste Folge mal ausprobieren. Nächste Folge wisst ihr auch schon Bescheid, was als nächstes kommt. Übernächste Folge wird es dann zu Virtual Cat. Cool. Aua. Okay, noch sind wir nicht ganz fertig. Oben links wissen wir ja, dass wir noch nicht dran können. Oben rechts und rechts möchte ich noch kurz vorbeischauen. Und dann bin ich fertig in dieser Folge. Aua. Dann bin ich satisfied mit unserem Job heute in dieser Folge. So. Ich kannte bis dorthin. Das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig so. Wow. Ich hätte auch... ich hätte doch einfach hier lang gekommen. So, wenn wir hier hochgehen, gibt es hier an der Seite noch was. Das war ja alles Lava vorher. Doch nun können wir hier lang und finden bestimmt ein paar kleine, hübsche Kleinigkeiten. Habe ich recht? Komm schon, mach auf hier. Zack. Was gibt's hier Schönes? Ein Kampf! Oh nein, nicht die. Oh Gott, da oben sind noch welche. Okay, das könnte ein schwerer Kampf werden. Erstmal die Nervensägen da oben zerstören. Aua! Genau deshalb! Autsch! Oh Gott, stelle ich mich schlecht an. Okay, jetzt aber. Jetzt ist er weg. Oh Gott, ich muss ein bisschen üben in diesem Spiel. Dafür kriegen wir aber ein weiteres HP ab. 11 Leben haben wir nun. Das freut mich. Das ist schön. 11 Hitpoints. Ah. Music to my ears. Autsch. Jetzt gibt es nur noch einen Ort dort rechts, an dem wir noch kurz vorbei können. Ah, hier sind wir nun. Aha. Aha! Nein! Nein! Jetzt bin ich wieder außen rum. Ist ja nicht so schlimm. Einfach kurz hier lang. Ah, ich weiß wieder, wo wir sind. Hier waren wir in der letzten Folge, glaube ich. War das nicht so? Wie auch immer. Hier ist was Feines. Wow, wow, wow. Aufpassen. Nicht nochmal runterfallen. Habe ich keine Lust zu. Bäm. Gibt's hier nichts? Ah, doch, da rechts. Aha! Dachte, es könntest dich vor mir verstecken, Gang. Haha, noch ein Kassettenmodul. Du hast die Palette gekauter Kaugummi freigeschaltet. Wechsel in dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende und aus. Wow, wir haben jetzt wirklich viele. Wir sollten vielleicht mal bei unserem Kollegen vorbeischauen. Der meint ja, wenn wir genug haben, dann upgradet er uns. Wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir 7? Hm. Schwer zu sagen. Hm. Schwer zu sagen. Aber ich würde dann mal sagen, das war's dann hier für diese Folge von Gartrobote. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Positivbewertung freuen. In der nächsten Folge geht's dann heiter weiter. Wir reden dann mit dem Computer ein weiteres Mal. Oh Gott. Hier scheint es aber trotzdem ziemlich warm zu sein. Hm. Seltsam. Lasst uns schnell noch einen Safe Point finden, bevor wir dann mit ihm reden. Gott, hier möchte ich nicht mit ihm reden. Peace. Okay, gut.